Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tim Kleier vom Architekturbüro Kleier Koblitz, Letzte Freivogel aus Berlin. Und ich möchte Ihnen unsere Vorschläge zum Rathaus Zehlendorf erläutern. Die Ausgangssituation ist ja folgende. Vom Teltower Damm aus befindet sich hier das alte Rathaus. Dahinter befinden sich die Erweiterungsbauten aus den 60er Jahren, die nun ersetzt werden sollen. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, nun zu überlegen, wie man vom Teltower Damm aus kommend, das ist ja quasi die Hauptstraße von Zehlendorf, trotzdem sieht, wo sich das neue Rathausensemble befindet. Die zweite Aufgabe, nicht minder wichtig, ist zu überlegen, wie man die Nutzungen vernünftig organisiert. Sind da neue Nutzungen hinzugekommen? Das ist die Bibliothek, die Volkshochschule und die Musikschule. Übrigen Verwaltungsnutzungen und der Bezirksverordnetenversammlung, die natürlich alle ihren richtigen Platz finden müssen. Als dritte Aufgabe ist es wichtig, den Altbau und den Neubau miteinander zu verbinden. Es gibt ja diesen wunderschönen Altbau aus den 20er Jahren, der leider den Nachteil hat, dass er nicht barrierefrei ist. Als weiteres möchten wir Vorschläge machen, wie die Aufenthaltsqualität der Kirchstraße verbessert werden kann, weil bisher ist die Kirchstraße ja nur eine ganz normale Park- und Fahrstraße, vielleicht nicht ganz angemessen einer Straße, die zu einem Rathaus führt. Was haben wir uns also überlegt? Wir haben uns überlegt, dass wir hier die Kirchstraße verkehrsberuhigen, als Vorschlag eben, dass dort nur noch eine Bushaltestelle ist. Diesen Lageplan kann man erkennen, wie unser neues Gebäude, das hier diese Form hat, mit den 1, 2, 3, 4 Höfen, die Umrisse des Grundstücks abfährt, hier an dieser Stelle etwas weiter in die Kirchstraße hineinragt, als das Grundstück eigentlich hergibt. Das ist aber analog hier zum alten Bürgersaal aus den 30er Jahren, der ja auch in die Straße hineinspringt. Dadurch wird mit dem neuen Eingangshof und der Pauluskirche hier so eine Art Rathausplatz gebildet, an den sich dann direkt die zentrale Erschließung des Gebäudes anschließt. Die Höfe haben alle eine hohe Qualität, zum Beispiel im Süden für die Außengastronomie. Und dann gibt es einen Lesegartenhof und einen gärtnerisch gestalteten Hof an der Kantine. Das Ganze kann man sich vielleicht ein bisschen besser in dieser 3D-Darstellung vorstellen. Wir haben hier den Teltower Damm, wir haben hier die Kirchstraße mit dem Eingangsbereich gegenüber der Kirche. In diesem Bereich befindet sich das Bürgeramt, darüber die Bezirksverordnetenversammlung. Nach Süden gibt es eine Erschließung, die über die Passage funktioniert, die anstelle reaktiviert wird. Man betritt den südlichen Bereich über diesen parkähnlichen Vorbereich, an dem die Bibliothek und die Kantine liegt, hier zum Südhof, der auch Bibliotheksplatz jetzt genannt wird. Das Ganze kann man vielleicht noch etwas besser im Erdgeschossplan erkennen. Hier ist die Kirchstraße, der Haupteingang. In der Mitte befindet sich das zentrale sogenannte Welcome Desk. Von diesem grünen Bereich aus kann man die Bibliothek, das Bürgeramt, die Kantine und die Verwaltung direkt erreichen. Und über einen Aufzug an dieser Stelle werden auch alle Etagen miteinander barrierefrei verbunden, sowohl der Alt als auch der Neubau. Das visuelle Ergebnis kann man an dieser Stelle sehen. Man sieht die verkehrsberuhigte Kirchstraße und am Ende als Blickfang den auskragenden Rathausflügel, der in den Obergeschossen die Säle der Bezirksverordnetenversammlung beherbergt, aus denen dann, wenn Sitzungen sind, die hellen Gedanken leuchten würden. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen.